Herzlich willkommen zu unserem Videotutorial zu der Methodenkarte ein interaktives Lernplakat mit Keynote erstellen. Zunächst müssen wir natürlich die Anwendung Keynote öffnen. Diese ist im Übrigen vorinstalliert auf allen Lehrkräfte-Endgeräten, sodass Sie die nicht aus dem Hub nachbeziehen müssen. Sie erkennen das Icon der App an einem Flipchart auf blauem Hintergrund. Tippen Sie auf Präsentation erstellen. Das ist das Plus hier oben. Und hier können Sie vorab auch den Speicherort bestimmen. Wählen Sie Thema auswählen und unter Thema auswählen finden Sie diverse Mustervorlagen für Ihre Präsentation. Gliederung starten würde es Ihnen ermöglichen, eine Präsentation vor der Erstellung in Unterthemen aufzuteilen. Das müssen wir hier aber nicht. Wählen Sie nun eine für Sie passende Vorlage aus. Ich entscheide mich für ein schlichtes Weiß. Nun muss zunächst der Präsentationsmodus umgestellt werden. Dazu klicken wir auf den Namen der Präsentation, den wir auch bei der Gelegenheit direkt anpassen können, über Umbenennen. Ich nenne es Lernplakat und bestätige mit Enter oder klicke irgendwo daneben. Jetzt möchte ich aber den Präsentationsmodus anpassen, klicke nochmal auf den Namen. Gehe mit dem Finger oder meinem Mauszeiger auf Präsentationsoption und bewege mich nun auf Präsentationstyp. Hier aktiviere ich nur Links. Verlassen Sie das Menü mit einem Klick auf die Folie. Fügen Sie nun ein thematisch passendes Hintergrundbild ein. Dazu drücken Sie zunächst auf den Pinsel, dann auf Hintergrund. Hier hätten Sie die Möglichkeit, Farben oder Farbverläufe einzustellen. Wir möchten aber ein Bild. Und das Bild ändern Sie gleich unter dem ersten Eintrag. Sie können aus der Datei-App über Einfügen von Bildern einfügen. Und wenn sich die Bilder aber in der Fotos-App befinden, machen Sie das über Foto auswählen, wie in meinem Fall. Wenn Sie keine Fotos weiter vorliegen haben oder hinterlegt haben, können Sie auch direkt ein Foto aufnehmen mit der integrierten Kamera. Ich entscheide mich für einen Löwen im Querformat und der passt auch direkt so, wie er eingefügt wurde. Da wir mit einer Titelfolie gestartet sind, möchte ich zunächst noch die standardmäßig hinterlegten Textfelder entfernen. Das mache ich über einen langen Tipp auf die Felder und dann auf Löschen. Nun fügen wir geometrische Formen ein, die später als Trefferfläche für die Links dienen sollen. Das tun wir über das Formen-Icon. Und ich entscheide mich für ein Viereck mit abgerundeten Ecken. Sie müssen die Form nur einmal anklicken und dann erscheint sie in der Mitte des Bildes. Ich ziehe diese noch ein bisschen in die Breite und wiederhole das für die anderen Formen. Fügen Sie so viele Formen ein, wie Sie Unterseiten erstellen wollen. Ich belasse es hier bei 3, der Übersicht halber. Außerdem brauchen wir noch eine Form, mit der am Ende die Präsentation beendet werden kann. Um diese auch optisch abzuheben von den Inhaltsformen, verwende ich eine andere geometrische Form. Nun möchten wir die späteren Links beschriften und klicken deshalb doppelt in die Formen. Nun lege ich so viele Folien an, wie ich später Unterthemen vorhalten möchte. Das tue ich über das Plus links unten. Ich entscheide mich für das Format Titel und Punkt. Die Folientitel heißen jeweils wie die Links und sollten jeweils wiederum eine geometrische Form enthalten, die später dann mit einem Link zur Startseite versehen werden kann. Nehme wieder das Viereck mit den abgerundeten Ecken. Und nenne es Start. Gestalten Sie die Unterfolien so, wie es Ihren Wünschen entspricht, mit Texten, Fotos, Videos, Diagrammen, Zeichnungen und vielem mehr. Ich mache es mir jetzt ein bisschen einfach und kopiere die Vorlage über Duplizieren zweimal,
sodass ich meine drei Unterfolien habe, an denen ich nichts weiter machen muss, bis auf den Titel verändern. Nun wechseln wir zurück zur Hauptfolie. Sie können nun, entweder wenn Sie die Bedienung mit dem Finger bevorzugen, die Felder jeweils mit dem Finger aktivieren. Und Sie sehen hier oben eine Bedienleiste. Das Feld, das wir suchen, befindet sich weiter rechts, weswegen Sie den Pfeil antippen müssen. Für uns interessant ist der Bereich Link. Sollten Sie die Maus bevorzugen, wie ich in meinem Fall, ist es ein Rechtsklick und auch da komme ich auf das Feld Link. Schlussendlich sehen die Menüs komplett identisch aus. Für uns interessant ist nun der Eintrag Link zu Folie. Und da ich jetzt den Button Ernährung aktiviert habe, möchte ich auch gerne auf die Folie Ernährung verlinken, das in meinem Fall die Folie 3 ist. Dies wiederholen Sie für jedes der Objekte. Bei dem Objekt zum Beenden der Präsentation verlinken Sie auf Präsentation beenden. Auf den Unterseiten verlinken Sie nun die Objekte, die zurück auf die Hauptseite verlinken, wie bereits beschrieben. Link zur ersten Seite. Wenn Sie Ihr interaktives Lernplakat fertiggestellt haben, können Sie es nun mit einem Tipp auf Start, das ist der Play-Button hier oben, testen. Die Links funktionieren übrigens nur im Präsentationsmodus. Ich komme durch einen Klick auf Start tatsächlich auf die Startseite. Ich komme durch einen Klick auf Ernährung auf die Ernährungsseite, auf Lebensraum, auf Bedrohung. Und wenn ich Ende klicke, wird die Präsentation beendet. Es funktioniert also alles wie gewollt. Wenn Sie das interaktive Lernplakat mit Ihren Schülerinnen und Schülern teilen möchten, tippen Sie dazu auf das Teilen-Symbol. Das ist diese viereckige Box mit dem nach oben weisenden Pfeil. Verschicken Sie die Datei nun per AirDrop an Ihre Schülerinnen und Schüler oder Sie sichern die Datei über In Dateien sichern auf Ihrem Gerät. Oder aber auch in einer Online-Ablage, auf die Ihre Schülerinnen und Schüler Zugriff haben, wie zum Beispiel XLearning, iSurf, Nextcloud, sofern Sie sowas zur Verfügung haben. Damit sind wir am Ende der Präsentation angelangt und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.